Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das Zentralkomitee der tschechoslowakischen KP ist am Abend erneut zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Es ist die zweite innerhalb von 3 Tagen. Unter Leitung des neuen Parteichefs Urbánek will das ZK über die angespannte Lage im Land beraten. Die Massenproteste haben auch nach dem personellen Wechsel in der Parteiführung nicht aufgehört. Morgen steht dem Land ein 2-stündiger Generalstreik bevor. Bei der ZK-Sitzung will Regierungschef Adamec, der als Reformer gilt, die Forderungen des oppositionellen Bürgerforums zur Sprache bringen. Das Bürgerforum verlangt, dass alle politischen Häftlinge freigelassen werden, jegliche Zensur aufhört und die Polizeiübergriffe bei den Demonstrationen am 17. November von einer unabhängigen Kommission untersucht werden. Ein Bild für die Geschichtsbücher. Ministerpräsident Adamec neben Alexander Dubček und Václav Havel. Das Dialogversprechen, das die neue Parteiführung gestern gab, heute wurde es bereits demonstrativ eingelöst. Werte Freunde, werte Mitbürger, begrüßte Adamec die Hunderttausenden. Von den üblichen Genossen war keine Rede mehr. Lasst uns nach einer gemeinsamen Lösung suchen, sagte er und erntete dafür Danke, Danke. Doch dann sprach Adamec über den für morgen geplanten Generalstreik. Der sei ja symbolisch gemeint, also genügten doch auch ein paar Minuten. Die Stimmung schlug um. Pfiffe, Rücktrittsrufe. Erneut gefeiert wurde dagegen die Symbolfigur des Prager Frühlings, der Mann, der schon jetzt faktisch rehabilitiert ist, Alexander Dubček. Sein Credo heute Gorbatschow. Auch der wolle nichts anderes als Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Trotz der eisigen Kälte, die Prager feiern die Revolution heiter und gelassen, keinesfalls fanatisch. Ein Symbol dafür, ungehindert spricht ein Offizier der Bereitschaftspolizei, die für den blutigen Knüppeleinsatz vor einer Woche verantwortlich war. Wir spüren den Hass der Bevölkerung, sagt er. Wundere dich nicht, tönt es aus der Menge zurück. Und dann verspricht er, es wird nicht mehr passieren. Die Menge schreit zurück, du gehörst schon jetzt zu uns. Selbstkritik aber auch bei Petr Uhl, einem Oppositionellen, bis heute Nacht noch im Gefängnis. Er entschuldigte sich, die falsche Nachricht vom Tod eines Studenten verbreitet zu haben. Macht nichts, rufen die Leute. Die Freilassung von einigen politischen Gefangenen war am Morgen bekannt geworden beim ersten offiziellen Treffen zwischen Regierung und Opposition, das am Dienstag fortgesetzt werden soll. Ein historischer Händedruck. Adamec und Havel, Establishment und Opposition an einem Tisch. Prag heute Abend. Die Burg, der Amtssitz des Staatspräsidenten, wird eingekreist. Die Menschen Hand in Hand, fest entschlossen. In der SED ist nach Informationen der Nachrichtenagentur AP Kritik an Devisengeschäften von quasi parteieigenen Firmen laut geworden. Über diese Unternehmen soll die Partei jährlich Milliarden an D-Mark eingenommen haben. Die Firmen seien nicht volkseigene Betriebe, sondern Gesellschaften mit beschränkter Haftung gewesen. Sie hätten deshalb außerhalb jeglicher Kontrolle gestanden. Die Agentur berichtet, parteiinterne Kritiker hätten eine Liste zusammengestellt. Darin tauche als bekannteste dieser rund 100 Firmen die Forum GmbH auf, die den Handel der DDR-Intershops organisiert. In der DDR-Nachrichtensendung Aktuelle Kamera wurden heute Abend diese Bilder von der Gründungsversammlung der Grünen Partei in Ost-Berlin gezeigt. Diese neue politische Partei hat sich am Freitagabend konstituiert. Über ihre Ziele sagte eines der Gründungsmitglieder: Als politische Partei in der Grünen Bewegung wollen wir Verantwortung in den Volksvertretungen übernehmen. Dabei arbeiten wir mit anderen Friedens-, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen zusammen. Eine erste Delegiertenversammlung auf Republikebene ist für Anfang 1990 geplant. Der katholische Bischof von Berlin, Staczynski, hat die Bundesregierung gemahnt, bei wirtschaftlicher Hilfe für die DDR nicht als, so wörtlich, der große Sponsor aufzutreten. Er habe zwar Verständnis für die von Bonn gestellten Bedingungen nach Demokratisierung, die ja erfüllt würden. Dadurch dürfe aber die DDR nicht in politische Abhängigkeit geraten. Im Deutschlandfunk sagte Staczynski, die Menschen in der DDR ließen sich ihre Souveränitätsrechte nicht länger streitig machen, weder durch eine Partei noch durch die Nachbarn im Westen.
An den Grenzübergängen zur DDR, wie hier im bayerischen Ulitz, fuhren heute weniger Autos hin und her als gestern. Trotzdem kamen insgesamt ebenso viele Besucher aus der DDR wie am vergangenen Wochenende, auch über die seit einer Woche wieder offene Autobahn Hof-Plauen. Im grenznahen Hof liefen heute 6 Sonderzüge aus Sachsen und Thüringen mit DDR-Bürgern ein. 6.000 kamen per Bahn. Es waren offenbar vor allem Einkaufsreisende, die in den heute geöffneten Geschäften überwiegend Südfrüchte und Radiorekorder kauften. Über die mehr als 60 Übergangsstellen in die Bundesrepublik und die 33 nach West-Berlin kamen an diesem dritten Sonntag der offenen Grenzen mehr als 2,3 Millionen DDR-Bürger. Der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow sieht keine Alternative zum sozialistischen Gesellschaftssystem. In einem zweiseitigen Artikel für die Parteizeitung Pravda betont Gorbatschow außerdem die führende Rolle der kommunistischen Partei beim Aufbau einer humanen Gesellschaft. Ungewöhnlich wie die Form ist der Inhalt. Zwar als theoretischer Beitrag angelegt, setzt sich Gorbatschow mit Vorwürfen gegen ihn und seine Perestroika auseinander. Der Gesellschaft fertige Pläne der Umgestaltung aufzuzwingen, wäre stalinistisch gewesen, schreibt Gorbatschow. Der Grundsatzartikel zeigt, dass Gorbatschow mit dem Rücken zur Wand steht. Mitte der Woche hatten in Leningrad 20.000 Demonstranten die Ablösung des gesamten Politbüros gefordert. Gorbatschow muss sich einerseits gegen Populisten wie Jelzin wehren, der wie diese Demonstranten hier eine schnellere Gangart bei der Verwirklichung der Perestroika fordert. Andererseits verteidigt er die führende Rolle der KP und spricht sich für ein Einparteiensystem in der Sowjetunion aus. Die KP werde die Initiative nicht an populistische Demagogen oder nationalistische Strömungen abgeben. Offenbar Worte der Beruhigung an jene Kräfte im Lande, denen Glasnost und Perestroika schon zu weit gehen und die angesichts der Entwicklung in den übrigen Ländern des Ostblocks einen Zerfall des Sozialismus auch in der Sowjetunion befürchten. Beiden Lagern will Gorbatschow in seinem Grundsatzartikel offenbar gerecht werden. Umso größer die Erwartungen an den Gipfel am kommenden Wochenende im Mittelmeer. Hoffnung vor allem, dass die Abrüstungsbemühungen vorangehen. Denn dann kann Gorbatschow endlich verwirklichen, was seine Wirtschaftsplaner seit langem fordern. Rüstungsbetriebe auf zivile Produktion umstellen, um damit die Herstellung von Konsumartikeln schneller voranzubringen.